Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video auf dem Finanzwege-Kanal. Ich bin Finn und ich begrüße euch herzlich zu unserer neuesten Aktienanalyse. Und es geht um Aurora bzw. Aurora Cannabis. Ganz kurz vorneweg noch was zu eigener Sache. Es würde uns wirklich extrem freuen, wenn ihr vielleicht, wenn euch das Video gefallen hat, dem Video einen Daumen hoch gebt oder ein Abo dalasst. Es wird uns als kleiner Kanal wirklich enorm unterstützen. Aber gut, ich würde sagen, dann starten wir auch direkt rein. So, für die, die es nicht wussten, Aurora Cannabis ist eines der größten Cannabis-Unternehmen der Welt. Sie sind in 24 Ländern tätig und in 5 Kontinenten. Sie haben ihren Hauptsitz in Kanada, was relativ typisch für ein Cannabis-Unternehmen ist, da die die gesetzliche Grundlage als erstes geschaffen hatten. So, wie gewohnt würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal das Zahlenwerk an. Und da haben wir als erstes eine Marktkapitalisierung von 950 Millionen bzw. 951 Millionen. Aber hier muss man ganz klar zu sagen, wir hatten auch schon Marktkapitalisierungen von 4 bis 4,5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die Marktkapitalisierung ist extrem zurückgegangen. So, aber das hat auch einige Gründe, auf die kommen wir dann gleich auch nochmal zu sprechen. 2019 hatten wir einen Umsatz von 188,9 Millionen US-Dollar verzeichnet, mit einem Gewinn von, beziehungsweise nicht Gewinn, mit einem Verlust von 2,5 Milliarden US-Dollar. Und das ist auch im Endeffekt schon das gesamte Problem der Firma, denn die Rentabilität sieht hier natürlich extrem schlecht aus mit einem enorm höheren Verlust, als überhaupt der Umsatz ist. Als eines der einzigsten positiven Zahlen eigentlich aus dem Zahlenwerk kann man die Eigenkapitalquote nennen, denn diese hat sich in den letzten Jahren etwas erhöht auf knapp 73,3%. So, wenn wir uns jetzt hier mal den Umsatz nämlich anschauen, dann sieht man auch gleich schon, um was es hier denn so allgemein geht. Aurora Cannabis wurde 2013 gegründet, hat bis 2015 gar keine Umsätze verzeichnet und bis 2018 auch wirklich eigentlich keine Nennenswerte. 2019 hatten wir dann das erste Mal relativ hohe Umsätze von knapp bis zu 200 Millionen US-Dollar, was natürlich der Marktkapitalisierung damals auch gar nicht entsprechen würde. Allerdings hatten wir jetzt 2020 Quartal 1 bis 3 relativ gute Zahlen und wir können davon ausgehen, dass der Umsatz hier weiter wächst, allerdings lange nicht so stark wie vorher und auch wirklich nicht so stark, wie die Investoren eigentlich erwartet hätten bzw. vorausgesetzt hätten, muss man hier ganz klar sagen. Denn jetzt kommen wir zum Negativpunkt. Beim Verlust sieht das Ganze ziemlich schlecht aus. Wir hatten 2019 schon einen Verlust von knapp 200 Millionen US-Dollar und kommen jetzt 2020 auf einen zusammengefassten mit Quartal 4 zusammen von knapp 2,5 Milliarden. Zumindest wurde das vom Unternehmen selbst gesagt. Das Ganze sieht natürlich extrem schlecht aus und die Rentabilität ist auch eigentlich gar nicht vorhanden. Deswegen muss Aurora Cannabis da sehr schauen, dass sie in den nächsten Jahren natürlich den Break-Even-Punkt erreichen und da wieder gute Profite machen und der Umsatz muss dementsprechend natürlich auch stärker mit anziehen. Dann schauen wir uns jetzt als allererstes mal den Chart von Aurora Cannabis an. So, wenn wir hier nämlich den Chart offen haben, da sehen wir eigentlich auch gleich schon, weswegen wir das Ganze hier hatten. Denn wir hatten hier quasi einen Totalverlust. Wir hatten die All-Time-Highs bei knapp 150 US-Dollar Kurs und sind jetzt aktuell bei Lows von 3,90 $. Das ist mehr als 90% Verlust, gleicht wirklich einem Totalverlust und das natürlich extrem schlecht. Aber gut, man muss auch sagen, woran lag es denn? 2018 hatten wir einen extremen Cannabis-Hype und da wurden halt alle Aktien eigentlich extrem overbought. Bedeutet natürlich auch, die Unternehmen müssen den Erwartungen erstmal nachziehen und das hat eigentlich quasi kein Unternehmen bisher geschafft. Dementsprechend sind wir jetzt hier wieder bei knapp aktuell 7 US-Dollar, was jetzt ein nicht sonderlich starker Kurs ist, denn man muss jetzt auch ganz klar sagen, wir befinden uns jetzt hier aktuell bei knapp 7 US-Dollar, was natürlich dementsprechend wieder ein extremes Kurspotenzial bietet, da wir jetzt aber auch schon wirklich bis zu knapp 95% des gesamten Börsenwerts wieder verloren hatten. Das einzige Charttechnische kann man hier noch sagen, ist, wir hatten bei 3,90 $ noch einen Main Support, den wir von 2016-17 ungefähr hatten. Wir hatten noch relativ positive Quartalszahlen, die hier zu einer ziemlichen Rallye geführt haben einmal. Danach hatten wir aber auch ganz klar wieder die Gewinnmitnahmen von Leuten, die vielleicht Totalverlust erleidet hatten und sind dann hier wirklich wieder auf unseren Hauptsupport von 3,90 $ bzw. 3,80 $ gefallen und hatten dann jetzt hier natürlich die Präsidentschaftswahl-News, dass Biden gewonnen hat und da Biden natürlich Cannabis legalisieren will, hatten wir eine ziemlich starke Rallye nach oben. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns nochmal ganz kurz die Segmente an, in denen die Cannabis-Firma tätig ist. Das ist einmal das medizinische Cannabis, heißt wirklich für Patienten, die von ihren Ärzten Cannabis verschrieben bekommen haben, für verschiedenste Beschwerden. Es geht von teilweise Hautkrankheiten, die darauf sehr gut reagieren, bis über Essstörungen und sonstiges. Dann haben wir noch den Konsumcannabis, das bedeutet sozusagen der Freizeitkonsum von Cannabis. Das ist natürlich nur möglich in Ländern, wo dies natürlich auch legalisiert ist.
Und dann haben wir noch das CBD-Cannabis, das ist sozusagen Cannabis, wo der psychoaktive Wirkstoff THC rausgefiltert wurde. Sozusagen, dass nur noch der zweite Wirkstoff, eben hier CBD, noch darin enthalten ist und von dem benötigten Konsumenten konsumiert werden kann. Dementsprechend sieht man hier schon relativ gut, die Cannabis-Firma ist relativ breit auf den Cannabis-Markt aufgestellt, was natürlich sehr gut für die Firma an sich ist. So, wenn wir hier nochmal ein paar allgemein interessante Daten anschauen, haben wir zum Beispiel hier eine Produktionskapazität von knapp 500 Tonnen im Jahr. Das ist im Vergleich zu Börsenrival Canopy Growth relativ gut, denn Canopy Growth ist deutlich höher bewertet von der Marktkapitalisierung her und hat eine ähnliche Produktionskapazität. Dementsprechend hier Aurora fast der Gewinner eher. Zudem muss man ganz klar sagen, wir haben eine extrem starke Position in der Wertschöpfungskette. Die nehmen sie eigentlich von Beginn an wirklich mit bis zum letztendlichen Einzelhandelsverkauf, denn sie züchten das Cannabis selbst. Sie haben die weltgrößte Farm, das ist Aurora Sky. Die haben sie in den letzten Jahren jetzt aufgebaut und gehen dann wirklich von der Cannabiszucht, von der Genforschung über den Einzel- und Großhandel sowie den Vertrieb vom Zubehör. Das heißt hier wirklich ein extrem breites Produktportfolio, was eigentlich dem breiten Kundenstamm keine Wünsche offen lässt. Zudem haben sie noch ein wachsendes Filialnetz, was aktuell deutlich ausgebaut wird, was in einer Tochtergesellschaft von Aurora Cannabis fortgesetzt wird. Bei der Produktpalette muss man auch klar sagen, die ist auch deutlich breit diversifiziert. Das geht hier von Cannabisölen über getrocknete Blüten zum Rauchen, ganz klar auch über Hanfprodukte. Da ist eigentlich den Wünschen keine Grenze gesetzt. Es gibt Hanfmüsli, Kekse und ganz viele etwaige Kosmetika. Und prinzipiell verkaufen sie auch Verdampfer und generelles Zubehör für den Konsum von Cannabis. Hier haben wir dann nochmal die Produktionsstätten für euch aufgelistet. Hier ist es relativ interessant zu sehen, dass beispielsweise Aurora Sky ist die weltweit größte Cannabis-Plantage, welche einen jährlichen Abwurf von über 100 Tonnen hat. Das heißt, hier wirklich mehr als ein Fünftel der gesamten Erträge wird an dieser einen Plantage bzw. dieser einen Zucht halt generiert. Und hier steht auch ganz bewusst über 100 Tonnen im Jahr. Denn sie peilen hier eigentlich eher Richtung irgendwas Richtung 300-400 Tonnen im Jahr an. Zudem haben wir noch mal ein paar andere Produktionsstätten aufgelistet, denn das ist beispielsweise für den Aspekt der globalen Entwicklung bzw. der internationalen Entwicklung des Unternehmens interessant. Wir haben beispielsweise die Aurora Nordic Produktionsstätte, ist in Norddeutschland und produziert auch schon 10 Tonnen im Jahr, was eigentlich relativ untypisch ist, da es beispielsweise in Deutschland ja noch gar nicht legalisiert ist. Aber hier kommt ganz klar der internationale Aspekt zu Händen und dass man auch davon ausgeht, dass Cannabis immer weiter legalisiert wird in den kommenden Jahren. So, dann kommen wir nochmal kurz auf den Anbau von Aurora Cannabis zu sprechen, denn die haben nicht nur die größte Plantage der Welt, sondern haben auch eine extrem hohe Qualitätsstandard. Die Farmen sind hochautomatisiert, wodurch wir hier extrem niedrige Kosten beim Anbau haben und eine extrem hohe Gewinnspanne von knapp 90%. Zudem muss man aber auch sagen, dass hier die hohe Qualität stets aufrechterhalten wird und die Produktion nach EU-GMP-Richtlinien abläuft. GMP-Richtlinien sind auch sowas Ähnliches, die beispielsweise auch bei Impfstoffen gelten, was jetzt natürlich auch aktuell ziemlich interessant ist. So, dann gibt es noch ein paar aktuelle Sachen zu Aurora. Und zwar, sie haben aktuell extreme Kursentwicklungen durch die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Denn Joe Biden hat jetzt gewonnen und die Aurora Cannabis Aktie hat auch schon extrem stark darauf reagiert. Wir haben schon eine mehrere 100% Rallye gesehen, die wurde jetzt allerdings auch wieder um knapp 50% nach unten korrigiert. Dementsprechend, wir haben aktuell eine extrem hohe Volatilität in der Aktie drin, was auch in den letzten Monaten eigentlich nicht unüblich war, muss man ganz klar sagen. Zudem hatten wir noch aktuell die News, dass während der US-Präsidentschaftswahl bzw. ab Tag der Wahl wirklich 6 weitere Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten Cannabis teilweise legalisiert haben, 4 haben es ganz legalisiert, einer hat es weiter dekriminalisiert und in einem Staat wurde der medizinische Gebrauch erlaubt. Und ganz klar ist auch, dass Biden das Ziel anstrebt, Cannabis vollständig in den ganzen Vereinigten Staaten zu legalisieren, was natürlich Firmen wie Aurora Cannabis extrem zugutekommen würde. Und da können wir dann natürlich auch davon ausgehen, dass wir dann beispielsweise solche Kursziele wie 50 Dollar langsam mal wieder ins Auge fassen könnten. Aber da ist natürlich noch der größte Dorn im Auge, die Rentabilität. So. Aber kommen wir auch mal ganz klar hier aufs Fazit zu sprechen. Ich habe es eben schon angesprochen, der Wahlsieg von Joe Biden ist ja eines der positivsten Sachen, ganz klar. Cannabis ist allgemein ein großer Zukunftsmarkt, denn selbst wenn die ganze USA Cannabis legalisiert hat, könnten hier noch ganz viele Länder nachziehen, auch große Industrienationen wie beispielsweise ganz viele EU-Staaten.
Zudem hat auch ein gesellschaftlicher Wandel pro Legalisierung stattgefunden, denn es wird inzwischen in ganz, ganz vielen Ländern darüber gesprochen, wie eben schon erwähnt, Cannabis zu legalisieren. Beispielsweise in Deutschland ist es inzwischen ja auch erlaubt, CBD-Blüten zu verkaufen. Das heißt sozusagen ohne den psychoaktiven Wirkstoff, wie vorhin schon angesprochen. Ein weiterer positiver Punkt ist sicherlich auch, dass wir eine extrem niedrige Bewertung haben. Wir haben eine Marktkapitalisierung von knapp 950 Millionen US-Dollar und haben hier einen Verlust, muss man zwar ganz klar sagen, von 2,5 Milliarden. Aber ich glaube, da könnt ihr schon relativ gut dran sehen, in welchen Größendimensionen wir uns hier befinden. Sollte die Firma endlich mal profitabel werden, würden wir von ganz anderen Marktkapitalisierungen reden, die wir mal ins Auge fassen könnten. Natürlich, wie gewohnt, haben wir auch ein paar Kontrapunkte. Und zwar, es gibt einen ziemlich begrenzten Markt. Das heißt, es wird sicherlich nicht viel für Cannabis geworben. Es werden keine neuen Kunden akquiriert, selbst wenn neue Staaten etwas legalisieren. Das können wir ein bisschen in der Tabakindustrie vielleicht vergleichen. Ganz oft werden ja in der EU, jetzt nicht nur in der EU, sondern auch in Australien beispielsweise, ganz klare Werberichtlinien gesetzt. Das heißt, es darf keine Werbung mehr für die Zigarettenpackung sein und sonstiges. Und das könnte Cannabis natürlich auch bevorstehen. Dementsprechend haben wir einen relativ begrenzten Markt, abgesehen jetzt davon, dass wir noch weitere Länder dazu gewinnen könnten, die sozusagen Cannabis allgemein legalisieren. Es geht bei dem Stichpunkt dann wirklich eher, sag ich mal, in den bereits legalisierten Ländern darum, dass da der Kundenstamm vermutlich nicht viel mehr ausgebaut wird noch. Zudem ist natürlich der Nonplusultra-Negativpunkt, dass wir hier absolut gar keine Rentabilität haben. Wir haben einen extrem, extrem großen Verlust im Jahr 2020 geschrieben und das hat natürlich einige Anleger extrem verunsichert. Deswegen Aurora Cannabis für uns auch ein extremer Hotstock, aber auch ein extremes Risikoinvestment. Das heißt, man hat hier natürlich die Chance auf beispielsweise 7, 8, 900% Kursgewinne. Aber man muss ganz klar sagen, hier keine großen Positionen vielleicht fürs Erste eröffnen, sondern vielleicht erstmal nur in kleinen Positionen die guten Einstiege mitnehmen. Gut, aber ich glaube, das war es dann auch soweit von uns, von unserer Aurora-Aktienanalyse. Ich hoffe, euch hat das Video wie gewohnt gefallen. Wenn ja, dann lasst doch wie gesagt bitte gerne ein Like oder ein Abonnement da. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Wenn nicht, sehen wir uns trotzdem im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.